Wir befinden uns hier in Vienna, Leopoldau. Keine Menschen auf der Straße, nur Osterhasen. Übrigens an alle Mütter, frohe Ostern. Wir besuchen heute den Zentralfriedhof. Der hat heute Geburtstag. Wir haben ein Geschenk mit. Eine Kerze. Haben wir keine. Noch nicht. Nicht, da sind die Zigaretten an. So. Also schaut zu. Der letzte Reiseleiter bringt dich jetzt da am Zentralfriedhof. Da. So, wo ist der Bär los? Die Geier waren in der Farbe. Wo? Oh. Ah ja, die Geier waren. Ja. Da ist die Hölle los. And now we are at the Stephansplatz. Yep. Wer Spiegelverkehr lesen kann, bitte. Stephansplatz. Oder Z-T-A-L-P-Z-N-A-H-E-T-S. Also, alle verstanden. Jetzt geht's gleich weiter. Hinter uns, Autoausländer. Ah, die nicht, ne? Da und da. Ah, Migranten, schau. Immer sichten diese Migranten. Also, bis später. Now we are sitting in the U1. Why? Now we are sitting in the U1 and we are going to Simmering. Berichtigung, U3 Richtung Simmering. Now we are here at Simmering, da drüben ist ein Fitnesscenter. Da gingen die Leichen immer drinnen vom Zentralfriedhof. Das ist die Zinnergasse. Ah, Zentralfriedhof. Friedhof. Also, wir befinden uns jetzt vor dem Zentralfriedhof. Central Park. Central Cemetery, ist der Eingang, geht aber kein Tod rein, die sind schon alle drin, die sind wohnen da. So. Da kann man Rundblick für die ganzen Auswärtigen, die sind rausgehen. So, wir haben in Richtung Eingang, da schauen wir mal, ob wir so ein Kerzel für den Fall mitnehmen. Vielleicht dafür nehmen sie. Na, da unten nochmal, brauchst du das Kerzel? Ja, jetzt werden wir nicht mehr hin, da hinten haben wir es jetzt verkehrt. Da haben wir gerade das Auto verdreht. Wurscht. So, wie im Friedhof. So, so mit der Kerze. Halt sogar noch die Hand drüber, damit Feuer nicht ausgeht. So, und jetzt sind wir ja, vor dem Eingang vom Zentralfriedhof. Nein. Nummer 2. Was ist denn? Das ist Sänger. So, wir befinden uns jetzt da direkt am Zentralfriedhof, Haupteingang. Das ist natürlich alles voll wunderschöner Gräber. Ich würde gerne in der Sonne gehen. Ja, dann gehen wir in die Sonne. Es sind einigermaßen wenige Leute hier. Ein Foto. Vögel zwitschern, freuen sich auch, dass es warm wird. Wunderschöne Gräber. Hier das Grab von Jeanette von Eitelberger, geborene Lott. Keine Ahnung, wer das ist, aber interessant. Wiederentdecker der Kunstindustrie Österreichs. Flugtgott. Space Shuttle. Interessant. Das Grab eines Bürgermeisters von Wien. Hier befinden sich die Gräber von Franz Schubert. Beethoven.
seiner Gattin Adele. Jetzt den Grab des österreichischen Musikkünstlers Andi Turmitsch. So, nun machen wir uns auf den Weg zum Grabe des Falken. Falco. Unseres Falken. Das eigentliche Wahrzeichen Wiens. So, jetzt kommen wir zum Grab von Dr. Helmut Silk. Thank you.
Mhm. So, jetzt waren wir beim Falco und jetzt besuchen wir unseren Freund, den Bruno. Unseren leider schon längst verstorbenen, aber besten Bundeskanzler, den wir je hatten. Fällt eigentlich kaum auf, dass das ein Grab ist. Steine drauf, das ist eine jüdische Tradition. Peter Kreisky, sein Sohn. So, das war heute eine kleine Rundfahrt oder ein kleiner Rundgang nach Wien auf den Zentralfriedhof mit dem letzten Reiseleiter. Sieht man sehr gescheit? So. Also der letzte Reiseleiter, der war ich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, sterben muss sein.